gemessen an dem kleinen Ort Schaffhausen ist unser Kunstverein sehr groß. Wir haben fast 1100 Mitglieder und er ist auch sehr alt, nämlich feiern wir nächstes Jahr großes Jubiläum, 175 Jahre. Wir haben ein großes Begleitprogramm, großes Veranstaltungsprogramm von Auslandsreisen einmal im Jahr zum Beispiel, Exkursionen, Führungen, nicht nur hier im Museum, auch irgendwo. Wir machen Ausflüge in der ganzen Schweiz, auch Deutschland zum Beispiel. Daneben haben wir zum Beispiel eine Reihe Filmabend, da bin ich jetzt gerade zuständig. Neuerdings Atelierbesuche, das ist mir persönlich ein Anliegen. Also im Vordergrund steht das Interesse an Kunst, das ist ganz klar. Aber im Verein ist man wegen den Leuten. Also der gemeinsame Austausch, die Auseinandersetzung. Ich kann den Leuten das genau bieten. Ich bin ja im Veranstaltungsprogramm tätig, was mich selber interessiert. Und nur dank dem Verein, das kann ich als Einzelperson nicht machen, dank dem Verein, mit dem Verein, komme ich näher an die Sache ran. An den Künstler im Atelierbesuch, aber auch, wenn wir hinter die Kulissen schauen gehen. Wir befinden uns hier in einem Depot des Museums zu Allerheiligen. Und in diesem Depot werden unter vielen anderen Gegenständen auch ein Teil der Sammlung des Kunstvereins aufbewahrt und geschützt. Und an diesem Ort wird auch die Bilderausleihe organisiert, die der Kunstverein alle 2 Jahre organisiert. Und da können die Mitglieder des Kunstvereins sich jeweils für 2 Jahre ein Bild ausleihen, um die zu Hause an die Wand zu hängen. Und hier bringen sie die jetzt, die ein Bild ausgeleiht haben, die bringen das hierher zurück. Und die anderen holen sich dann das Bild, ein neues Bild, und wir verpacken das, wir sichten das, die Kuratorin sichtet auf Schäden oder ob da ein Problem entsteht, und dann können wir es weitergeben. Der Kunstverein hat vor einigen Jahren eine Initiative fortgesetzt, und das heißt Hochrheinkunstweg. Und da werden Objekte, Skulpturen im öffentlichen Raum miteinander verknüpft. Und eines dieser Werke ist das Werk von Hans Josefsson. Manor, die Warenhauskette, stiftet diesen Kunstpreis und leistet einen wesentlichen Beitrag an die Ausstellung und an die Publikation. Dennoch sind wir auf zusätzliche Finanzierung angewiesen, und da sind wir sehr dankbar, dass der Kunstverein Schaffhausen dieses Ausstellungsformat seit Jahren finanziell unterstützt. Zudem stellt der Kunstverein immer auch ein Mitglied in die Kunstpreisjury. Analog zur Manor-Ausstellung unterstützt der Kunstverein auch die biennal durchgeführte Jahresausstellung der Schaffhauser Kunstschaffenden, die Ernte. Dort ist der Kunstverein unser Kooperationspartner, ist ebenfalls in der Jury vertreten, unterstützt uns finanziell, aber auch tatkräftig mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die uns helfen bei der Entgegennahme der Kunstwerke und auch beim Ausstellungsaufbau. Die Künstlerin arbeitet mit vielen verschiedenen Materialien, jetzt für diese Ausstellung hier mit Papier. Sie hat diese großen Objekte selber entworfen und von Hand gefertigt. Es sind Trauben, Zitronen, Ananas, und dazwischen hängen auch Glocken. Ja, diese Objekte erinnern an diese ganz kleinen Cocktailgläser, Dekorationsartikel, die man kennt und die aber natürlich im Gegensatz dazu industriell hergestellt sind. Die ganze Werkgruppe ist unten gezäumt von einem Stahlgeländer, ebenfalls ein industrielles Produkt.
das dieser ganzen Arbeit eine Art Rahmen gibt, und so könnte man es wie ein dreidimensionales Stillleben lesen.